Hallo, schön, dass du wieder reinschaust, wenn es weitergeht mit unserer Build New Crest Legacy Challenge. Ja, letztes Mal war es ganz, ganz tragisch zum Schluss. Der liebe Trey wurde tatsächlich nochmal von der Kuhpflanze gefressen und dieses Mal hatten wir ihn nicht gerettet. Und Amy, die ist ganz schön traurig jetzt. Aber sie muss weitermachen, sie ist der Gründungssim, die Bürgermeisterin und sie hatte ihre kleine Tochter, die Eve. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mal rein und gucken, dass wir sie auch wieder bisschen aufbauen. Die kleine Eve, die schläft. Zum Glück. Die war schon knallerot und ich werde es mit Amy jetzt auch machen. Ich werde sie einfach jetzt hier hinschicken zum Schlafen. Die Lotterie hat sie gespielt. Da bin ich gespannt, ob sie gewinnt. Das wäre ja echt ein Träumchen, wenn sie gewinnen würde. So, unsere Amy, die ist schwach. Die Lotterie war erfolgreich. Der Feiertag, die Lotterie war fantastisch. Amy hat eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was sie geplant hat. Ja. Einige Geburtsmeldungen war da. Chrissy Sim hat ein männliches Baby mit Amy Sim. Oh. Enrico Sims, sehr schön. Wir putzen die Babys bei der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Oh, das sind die ganzen Bilder. Ich denke, wir müssten da echt mal wieder eins dann umändern. Und das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Hey, haben wir hier noch eins? Wir nehmen einfach mal das. Und machen einfach mal ein schönes. Gucken mal, welches wir dann nehmen, was wir dann sperren. Oh ne, echt jetzt? Immer nur dasselbe? Komm, das gibt's doch nicht. Das sieht doch süß aus. Porträt sperren, so. Ja, 5.06 Uhr, die kleine Maus schläft noch. Sie füttert jetzt mal die Kuhpflanze. Die kann ja eigentlich auch nichts dafür, ne? Die Arme. Und ja, ich habe es dann übrigens noch offline geschafft und habe diesen Trey tatsächlich entlassen können. Das hat wieder irgendwie rumgespannt, warum auch immer. Ja, komm, friss jetzt. Gib mir das. Dann kannst du mal streicheln und dann kannst du mal alles. Ja, sie kann. Oh doch, sie kann Mega-Verkauf machen. Jetzt machen wir es dann so. Dann machen wir das alles im Mega-Verkauf. Und hier dann bitte auch. Mal gucken, was da alles weggeht. Toma, Flobiage, Toma! Alles? Hat es geklappt? Jawohl. Da, 70.000. Oh, sich selbst Zuspruch geben. Die arme Maus, ja. So ist es. Der Trey ist halt einfach jetzt nicht mehr da. Und wir müssen schauen, dass wir das wirklich wegkriegen. Sie könnte dann auch mal die Trauer-Hotline anrufen. Ah, nee, die kleine Maus ist wach. Ja, dann rufen wir die Kummer-Hotline jetzt nicht ein. Ja, die hat Hunger. Amy! Still sie mal. Solange das noch geht, kann sie noch stillen. Ich glaube, die kleine Maus hat ja auch bald Geburtstag. Nein. Nein, wir können nicht im Teetreff vorbeischauen. Und ein Outfit von Eve wechseln. Die kriegt dann... Ach, wir ziehen mal das an. Und dann kann sie die Eve hier absetzen. Ja. Windeln wechseln von Eve. Ja, okay. Nein. Windeln wechseln von Eve.
und Outfit wechseln. Ja, schmeiß halt immer die Hündin rum. Wir lieben es. So, wie sieht's aus? Geht es jetzt hier? So. Okay. Oh, sieht das nicht süß aus? Einfach nur Herz allerliebst. Sehr schön. Aber du darfst sie jetzt hier absetzen. Dann gehst du kurz duschen. Eve, auch Zeit verbringen. So. Kannst du jetzt... Oh, guck mal, du kannst schon krabbeln. Kannst du auch herumkrabbeln? Dann... Oh, Amy, nimmst du ein Bad? Okay, noch 2 Tage. Das heißt, sie ruft jetzt doch mal dort an. SMS. Guck mal, Hotline. Wie viele Punkte hat sie eigentlich? 3.445. Haben wir eigentlich schon was im Belohnungsstore geholt? Da steht's, willkommen, wachsam hat sie schon. Okay. Kostenlose Dienste hat sie auch schon. Na super. Dann nehmen wir doch noch genügsam. Die hebe ich, glaube ich, noch auf. So. Die macht noch ihre Bauchzeit. Level 10 der Gartenfähigkeit erreichen. Okay. Dann werden wir das auch noch machen. Was hat sie denn? Gartenfähigkeit. Da hat sie die 9. Das heißt, sie müsste jetzt mal ein bisschen noch... Keine Ahnung, was machen die hier? Was? Was tut Bunma? Okay, und Michelle Hilburn. Geh mal graben. Kleine Maus beschäftigt sich mal kurzzeitig alleine, damit sie hier wieder, weil jetzt ist sie wieder Selbstversorgerin, das heißt, sie muss jetzt gucken, dass Geld reinkommt. Lainani Kalabaya hat gewonnen. Okay, wir haben leider nicht gewonnen. Schade, schade, das wäre es jetzt echt gewesen. Das wäre es gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Schade, so ein Lottogewinn wäre echt cool gewesen. Oh! Oh! Das habe ich jetzt verpasst. Oh, mein Stein in den Stand ziehen freigeschalten. Oh mein Gott, warum habe ich das jetzt verpasst? Oh mein Gott, süße, süße Maus. Also, aber sowas von brauche ich da ein Bild. Also, man muss das doch festhalten, wenn die Kleinen hier was machen. Das ist ja echt wunderprächtig. Und weiter geht's. Oh, die ist echt super. Die macht das ja so, so herrlich. Ich bin echt begeistert. Und gleich nochmal. Ja, schaut euch das an. Oh! Dann sitzt sie wieder. Oh, ernsthaft? Macht die Blubberblasen? Macht die einfach Blubberblasen mit dem Göschle? Oh, jetzt bin ich im Sofa drin. Das ist aber echt blöd. Die macht Blubberbläschen. Oh mein Gott. Nochmal hochziehen. Wie sie sich freut. Oh mein Gott, wie sie sich freut. Ich bin herrlich. Die Mami kommt gleich. Nee, die Mami kommt gleich. Hochheben. Aufi.
Ja, Mami kommt. So geht die einfach Rollschuh laufen. Hingehen. Nix da. Komm jetzt hierher. Aufi, mach jetzt mal schneller. Hallöchen, Amy. Amy. So, okay, hochheben. Nee, wir wollen jetzt keinen Besuch. Wir wollen einen Besuch. Amy, nimm sie doch jetzt hoch. Wieso stehlen? Hat die Hunger? Oh ja, die hat auch Hunger. Die hat alles miteinander. Stillen. Nein, um Gottes Willen. Hör doch auf, Amy. Warum machst du das? Na, endlich. Zebra Muggel. Sitzen. So, und jetzt machen wir. Ja. Wo war das nochmal? Nee, wir wollen nicht. Wir wollen sie im Arm legen. Komm, das gibt's doch nicht. Ah, okay, sie trägt sie ins Bett, wenn ich das anklicke. Und die muss mal ganz dringend pieseln, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ashma, so. Ui, das geht jetzt echt schief. Die pieselt sich gleich in die Hosen. Im Gitterbett legen. Oder so. Oh, die macht mich wahnsinnig. Gepieseln. Ganz schnell. Gepieseln. Kleine Maus, die guckt jetzt sich hier ein bisschen die Spielsachen an. Genau, spiel du mit mir Spielsachen. Dann kann Amy sich jetzt hier mal was zum Essen holen. Beste nehmen. Oh, sorry, habe ich dir was anderes da reingemacht? Ins Inventar jetzt? Also, zur Auswahl, egal. Genau, du spielst jetzt noch ein bisschen, weil du gehst jetzt dann sowieso ins Bett. Die ist immer noch so traurig, wütend. 18 Stunden, oh mein Gott. So, jetzt ist. So, heb sie hoch. Ja, das ist jetzt halt ihr einziges, was sie hat, ihre kleines Mädchen. Und genau, sie macht schon von alleine, ist sehr schön. Zack, Lavi an. Gute Nachtgeschichte erzählen. No, nicht schon wieder weinen. Kannst du immer noch in Mamas Arm schlafen? Das geht nicht. Oh, dieses Kind. Immer nur am Heulen. Und schlafen soll. Irgendwie kenne ich das von meinem Ältesten. So. Oh.
Die nervt mich. Die nervt mich echt tierisch. Oh nein, wir wollen deinen Kuchen nicht. Ja, jetzt geht sie sich ausrollen. Mal wieder. Oh mein Gott, die arme Maus. Freundlich zu Tina sein. Ich sehe sie gar nicht. Oh, der ist weg. Ich sehe die Tina gar nicht. Minimi Flex. Okay, die hat den Flex geheiratet. Wir können jetzt freundlich zu Tina sein, weil die Tina hier nämlich nirgends ist. Okay, wer ist hier? Keine Tina da. Okay. Tut mir sorry. Amy hat aufgeräumt. Jetzt geht sie zu ihren Pflanzen. Ja. Guck mal, du könntest aber eigentlich sie nur mal streicheln. Können wir hier schon jetzt verbessern? Nee, können wir nicht. Ach so, klar. Wir können gar nichts machen. Wir müssen echt die Geschicklichkeit irgendwie voranbringen, ne? Das heißt, sie muss einfach ein bisschen reparieren. Okay, ich lasse nochmal schlafen. Es hat ja alles keinen Wert. Hat alles keinen Wert. Ich lasse schlafen und dann schauen wir mal. Oh ja, dieses Bild. Macht's nicht einfach auch besser, wenn das da hängt. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann austauschen, wenn sie vielleicht noch einen neuen kennenlernt. Oh, wie süß. Also sie ist zwar mitten in der Nacht aufgewacht, weil sie Hunger hat, die kleine Eve, aber sie hat schon wieder einen Meilenstein freigeschalten, Kusshaufen freigeschalten. Wie goldig ist das denn? Und sie stinkert schon wieder. Okay, Windeln wechseln. Ich denke, die Nacht ist vorbei. Wir müssen echt schauen, dass wir die Kleine hier. Die dich jetzt angepieselt? Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du sollst bitte die Windeln wechseln von der Eve. Ja, also. Tut mir ja echt leid, aber wenn du das nicht immer gleich machst, was ich sag, dann hast du einfach Pech. Da kann ich ja nichts dafür. Und dann ziehst du ihr das an und dann wirst du sie hier absetzen. Hoffe ich doch, dass das funktioniert. Und dann kannst du duschen gehen. Immer eins nach dem anderen, bitte. Irgendwie funktioniert es heute nicht ganz so gut. Und du kannst rumkrabbeln. Nicht wieder weinen. Beschäftige dich. Junge, Junge, könntest du jetzt bitte duschen? Also, es gibt's doch nicht. Dingert hier vor sich hin, aber macht nichts. Nach dem Duschen dann Reste nehmen. Also, unglaublich. Und zu dir habe ich doch gesagt, du sollst herumkrabbeln. Nee, 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 nee. Hallöchen, herumkrabbeln. Ach, die muss auch geduscht werden. Oh mein Gott, okay. Eve. Wieso schaltet das jetzt nicht um? Ach nö, ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Krieg gleich die Krise hier. Ich krieg gleich die Krise. Wie immer. Einen Moment bitte. Ja, das hatte so einen Hänger. Ich musste echt speichern, rausgehen und wieder starten. Das war echt unglaublich. Aber sie hat es Gott sei Dank noch in ihrem Menü drin, was sie machen soll. Oh Gott, wie sie da dranhängt. Seit wann gibt es denn das? Dass sie mit dem Kopf da so dranhängt. Da. Na, typisch, nein.
Hat sie aber nichts gegessen. Genau. Gerade die kleine Maus, immerhin etwas. Jetzt kommt ja wenigstens die Haushaltshilfe. Dass die ein bisschen was machen kann. Die Pflanze hat auch schon wieder Hunger. Ach, du grüne Neune. Nee, jetzt geh du doch jetzt erstmal was essen. Echt? Die macht mich wahnsinnig. Iss jetzt. Wo das wieder kaputt geht hier und stinkt. Ja, ist gut. Ich weiß, wir sind sehr traurig. Aufräumen. Spielzeug ansehen, immerhin etwas. Ah, die braucht wieder was zum Fressen. Und dann machen wir hier wieder Mega-Verkauf. Und dann machen wir da einen Mega-Verkauf. Ich hoffe, das reicht dann. Und dann müssen wir, glaube ich, Pflanzen entwickeln. Sehe ich das richtig? Hat er jetzt was geglitzert oder nicht? Ich weiß es nicht. Da! Irgendwo glitzert was. Weiß noch nicht wo. Da. Die hier glitzert. Okay, weiterentwickeln. Wir brauchen ja schließlich perfekte Pflanzen. Noch was? Und dann war's das. Keine Ahnung. Dann. Aber warum kannst du jetzt hier nicht einfach. Genau. Schlaf doch einfach. Unterprächtig, dann haben wir das auch. Die ist immer noch traurig. Weißt du was? Ruf doch einfach nochmal die Kummer-Hotline an. Ja, das war falsch. Nee, es geht nicht. Ich kann sie nicht nochmal anrufen, ne? Okay, die Haushaltshilfe ist da. Die macht jetzt wenigstens sauber. Haben wir Post gekriegt? Nee. Was will sie denn machen? Etwas Romantisches tun. Ja, das wird echt schwer jetzt, was Romantisches tun. Aber während Eve schläft, kannst du mal hier Frösche sammeln und hier graben. Etwas Romantisches tun. Ich wüsste nicht, was wir Romantisches tun sollten. Ja, gut, wir können mal da in Amors Ecke da reinschauen. Amors Ecke öffnen. Das machen wir jetzt mal. Wir können da einfach mal reinschauen, was da drin ist. Oh ja, und ich wollte ja mal gucken, was sie da hat. Oh Gott, die hat noch so einen Fisch. Den können wir mal verkaufen. Der stinkt ja schon. Den verkaufen wir auch, damit Geld reinkommt. Das verkaufen wir auch, das will keiner. Pilzsamen. Oh, das wollte ich auch noch machen. Essenz des Lebens von Trey. Nein! Lass uns jetzt in Ruhe. Oh, die Bestie nervt. Seitdem sie uns da ein bisschen Geld gegeben hat für den Start, ist das echt furchtbar. Das ist echt Katastrophe. Ja, mach mal schneller. Los, 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 los. So, man hat sexuelle Neigung. Ich sehe jetzt junge Erwachsene. Ich suche nach. Es sollte treu und ehrgeizig. Okay. Was interessiert nach Techtelmech? Okay. Suche nach Matches. Nein. Oh mein Gott. Okay. Okay, der scheint ja jetzt nicht so der Peach zu sein, ne? 200, das ist doch mal was. Wir verkaufen das einfach, die Frischis. Und dann öffnen wir das noch. Da, guck mal, die Eve ist auch gleich wieder wach. Na komm, 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 komm mal jetzt nach Hause. So, jetzt kann sie mal aufgeweckt werden. Also die muss jetzt nicht hier noch
weiter schlafen. Die verkaufen wir, die Rosen lassen wir mal drin. Ja. Dann geh doch du mal kurz aufs Klo. Meilensteinkuckuckspielen freigeschalten, sehr schön. Ja, du darfst ja dann. Aber die Mama kann doch echt nicht alles. Die Fingerfood geben. Noch unentschlossen. Erdnusspuffs, Haferringe. Haferringe. Ja, die Mami kommt gleich. Oh, Süße, du bist echt manchmal Katastrophe. Mami kommt gleich. Oh. Amy. Die macht mich wahnsinnig. Na, dann brauchst du jetzt auch keine Fingerfood mehr geben, wenn sie stillt. Also weißt du. Und wieso eigentlich im Bad? Macht man denn das auch? Wir hingehen. So. Okay. Aber ich denke, das reicht für heute. Die zwei, die gucken sich so süß an. Muss man schon sagen, kann ich mal ein Stück hoch? So. Sieht man es am besten. Ja, ein letztes Bild. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch war, muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass unsere Amy alleine ist mit der Eve. Wir versuchen noch ein bisschen die Meilensteine. Die purzeln ja weiterhin so gut. Dann versuche ich, dass ich ihre Gartenarbeit hochkriege, noch bevor die Eve vielleicht noch zum Kleinkind wird. Ja. Und dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann kann es dann weitergehen. Oder sie hat es dann auch geschafft. Ja, über ein Like und ein Abo, falls noch keins hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn es dir gefallen hat. Und dann, wenn du Lust hast, das auch mal zu spielen, dann findest du die Regeln, also den Link zu den Regeln unten in der Videobeschreibung. Da steht dann auch drin, welche kleine Abwandlung ich noch hinzugefügt habe. Dann findest du noch ganz viele liebe YouTuber, unter anderem von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays. Da darfst du auch gerne mal vorbeischauen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss!